Das Urteil ist gefallen, lebenslange Haft im Prozess um den Tankstellenmord in Idar-Oberstein. Ja, dort hatte dieser Mann den jungen Tankstellenwart in die Stirn geschossen, weil er aufgefordert wurde, eine Maske zu tragen. Alle Hintergründe hat jetzt unsere Bildreporterin Lisa Gödert, die den Prozess für uns verfolgt hat. Lisa, was hat sich da 6 Monate ging der Prozess heute, als das Urteil fiel, vor Gericht abgespielt? Ja, also die Richterin, die kam rein und hat auch ohne Vorworte direkt das Urteil verkündet. Die Mutter des getöteten Jungen, die war die ganze Zeit mit im Prozess mit drin als Nebenklägerin. Und als das Urteil verkündet wurde, die lebenslange Haft, da fasste sie sich an den Mund, dann ans Herz und fing an zu weinen. Also sie schien gerührt und erleichtert zugleich, weil die Verteidigung von Mario N., die hatte ja auf Totschlag plädiert, was eine bedeutend geringere Strafe ergeben hätte. Die Verteidiger meinten, es könnte eine spontane Tat gewesen sein, deshalb nur Totschlag als Urteil gefordert hatten. Das konnte natürlich aber so nicht beibehalten werden, weil dass das eine spontane Tat gewesen sei, kann in dem Sinne, so wie es abgelaufen ist, überhaupt nicht nachvollzogen werden. Ich meine, Mario N., der ist extra noch mal nach Hause gefahren nach dem ersten Streit, hat die Pistole geholt, ist zurückgekommen, hat sich sogar angestellt, die Maske extra unter die Nase gezogen, um Alex W. zu provozieren und hat ihn dann in die Stirn geschossen, als Alex W. ihn nochmal auf die Maskenpflicht hingewiesen hat. Also demnach Mord und kein Totschlag, keine spontane Tat. Das heißt, wir können heute nach diesem sehr schnellen Urteilsspruch heute sagen, der Mann kommt nie wieder raus. Ja, nie wieder ist relativ in der deutschen Rechtsprechung. Also wegen Mordes lebenslang verurteilt zu werden, das sind auf jeden Fall mal mindestens 25 Jahre. Wie es danach weitergeht, das steht auch immer im Ermessen der Gutachter. Lisa Gödert, vielen herzlichen Dank mit deinen Informationen zum Tankstellenmord von Idar-Oberstein. Das Urteil ist gesprochen. Es war Mord und der Killer muss lebenslang ins Gefängnis.